Damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Mindfaction 2. Mit dabei ist die Christina und der Onkel Poppy. Ja, mein Minzkranz, hallo. Hallöchen. Und wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie die letzten zwei Folgen. Und ich würde sagen, wir gehen drauf, ne? Ja. Ich wieder die Mauer weiter flicken. Mauerarbeiter. So, ich habe Wir mir haben vorgenommen, alle was zu tun. ich gehe noch ein bisschen unten abholzen und dann werde ich mal zusehen, dass ich die Kisten hier. Dann mache ich uns mal ein bisschen Platz und reiße hier die Mittelkonsolen ab. Und dass wir die Kisten mal hier ordentlich hinstellen können, ja? Einfach so. Oh, hier gibt's komische Menschen. Mach die mal weg. Komische Appletini Menschen. ist gewachsen. Appletini, genau. Unser Ja, der ist Appletini von der eben schon letzten Folge. gewachsen, als ich nach Hause Ah, die bin. ersten Äpfel. Wenn die rot sind, könnt ihr die pflücken. Pflücken. Und damit dann versuchen, diese Enderminions zu tamen. Die Dass sie hier Smeltery habe ich ja bleiben. letzte Folge ein bisschen schon gebaut. Da ist jetzt auch gerade das Eisen schon fertig. Ich drücke hier mal nochmal drauf. Wie viel ist denn da noch drin? Bin auf jeden Fall noch. Dann mache ich hier noch direkt den zweiten auch noch an. Gold haben wir auch schon irgendwo. Aha, jetzt ist es schon wieder nebelig hier. Okay, warum ist das nebelig? Lol, wie hier einfach so ein Baum mitten in der Mauer spawnt. Ja, hatte ich auch Wächst. gerade. Beziehungsweise die mache ich gerade weg am Mauerrand hier. Ja, müsst ihr aufpassen, ne? Bei diesen Bäumen bin ich gestorben, die in der Mauer waren. Du, wir aber nicht, ne? Ja, ich sag's nur, weil im Chat stand auch irgendwas mit, dass es irgendwelche Mobbäume geben soll. Ja, Dass den habe ich die hier neben mir womöglich gerade. diese Viecher waren, die mich getötet haben. Den habe ich hier gerade neben mir, deswegen. Deswegen sage ich das Diesen noch. Baum. Okay. Warte mal, wir haben noch da drei Stück drin. Aber du hattest ja auch keine Rüstung wahrscheinlich, ne? Oder Nee, ich hatte nur hast du schon eine eine Rüstung? Holzrüstung. War ja quasi instant tot. Ich habe ja zwei Hits kassiert und war direkt tot. Also von daher. Weil mein Vorteil ist halt, ich habe eine Eisenrüstung dran. Aber ist egal, ich bin der Ehre Schönegor und ich ziehe den Ja, Maler was wieder soll denn hoch. jetzt mal eine scheiß Tür rein, ey? Das nervt mich gerade total. Das ist jetzt wieder immer wieder So, abbauen ich mache müssen. die Axt hier noch kaputt und dann gehe ich rein, oben Ordnung schaffen. So wie es sich für eine Frau gehört. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte dieses Eisen wieder zurück in die Truhe tun. Hier Wir haben kannst du jetzt ja übrigens schaufeln schon wie ein Großer. drei Eisenblöcke. Da haben wir Gold. Haben wir noch irgendwo anders Gold? Haben wir noch Goldohr? Ich glaube, wir haben aber Nuggets. Das. Ich habe auch Wir eben, haben glaube ich, momentan. Goldcoins. Was sind denn Goldcoins? Die sind die, die man diesen Schätzen hat, wo Michelle meinte, den Sack kann man öffnen. Ich würde jetzt auch die Gold-Chestplates mal einschmelzen. Damit wir daraus die Formen bekommen. Okay. Um was nochmal zu machen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wofür das da war. Weil hier wachsen einfach auf diesem Ding, auf diesem Weg diese Scheißbäume, ne? Erstmal das Eisen rausholen. Ich Das habe glaube ich auch einfach, dass auf gelernt. der Mauer hier oben drauf es sehr gefährlich wird, weil hier abends halt von oben auch. Wir sollten vielleicht die ersten zwei Baumreihen um die Mauer irgendwann, wenn wir Zeit haben, auch noch ein bisschen mit wegmachen. Ja, natürlich, natürlich, Hört natürlich. sich nach einem Plan an. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich guck mal Aber es kurz in geht ja das auch Büchlein darum, ich rein. weiß nicht, dürfen denn die Gegner, das habe ich ja schon vor zwei, drei Folgen gefragt, dürfen denn die Gegner Blöcke setzen in anderen Biomen? Nein. Das dürfen sie nicht, Dürfen ne. sich nicht hochbauen. Die Stadt muss so oder so zugänglich sein. Wir müssen eh irgendwo ein Eingangstor machen. Am besten aber auf der anderen Seite vom Spawn aus, damit die noch einmal rumrennen müssen. Hört sich Damit. ganz Achso, gut also die an. müssen eine Möglichkeit haben, reinzukommen, ja? Richtig. Ja, Aber reinkommen wir müssen sie. können das zumachen wegen den Mobs natürlich. Werden wir das natürlich auch zumachen, damit uns keine Mobs reinkommen mit Türen am besten. Nur es Ich weiß nicht muss. mehr, wie man diese Crafting Benches machen musste. Mir fehlt das erste Buch. Welchem? Das, was wir am Start bekommen haben, oder welches? Ja, dieses am Start, das Ding. Das, was wahrscheinlich keiner mehr hat. Ist denn eigentlich schon mal einer nicht gestorben? Nein. Hier ist ein Sind, glaube ich, alle Äpfelchen. schon gestorben, ne? Ja, wir sind doch in der ersten Folge komplett abgenippelt. Ich meine, ist Bin generell hops hier gegangen. von dem Projekt. Ja, Flu ist noch nicht Ja, gestorben. Flu ist noch nicht gestorben. Es sind einige noch nicht gestorben, glaube ich. Hex, ganz einfach Hex. Habe ich auch gesagt. Also Flu hackt definitiv. Ja, genau. Es wird jedes Mal wird es hier neblig auf der Mauer. Okay, warum?
Vielleicht ist das, das ja war so nicht Village. Hier bei diesen. Ja, vielleicht. Ich habe ja hier neben der Festung so ein komisches Teil. Ist das dieser Dings da, dieser so Totem? So ein schwarzer Pimmel, hätte ich beinahe gesagt. Hast du gesagt gerade, ja. Hätte ich jetzt so beinahe gesagt, aber nur beinahe. Ja. Weil ich hier gerade so ein bisschen am Erde abholzen bin. Ja. Weil wenn ich die jetzt nicht wegmachen würde, könnte man von der Erde aus für die Mauer springen. Okay. Jedes Mal, wenn ich an einen Rand komme, dann wird es neblig. Es ist die Frage, warum wird das neblig? Ist das gefährlich oder ist das nicht gefährlich? Das ist die Frage. Generell dieses Totem, vielleicht sollten wir das mal ausleuchten. Ich weiß nicht, ob da auch... Ja, das Problem ist, sobald du in die Nähe von dem Ding kommst, fängt es an, neblig zu werden. Ja, ausleuchten, damit eventuell keine Mobs spawnen, ne? Von daher müsste ich mich nochmal belesen, was das für ein Ding ist und was es damit auf sich hat. Vielleicht kann man es auch einfach abbauen, weißt du? Wird auch gerade Nacht, ne? Ja, geh mal einer pennen, bitte. Ja, ich bin mitten am Baum. Schlecht, ich bin mitten am Baum. Ich komme auch hier, glaube ich, so schnell nicht runter jetzt. Ja, also ich bin bei uns an der Base, aber alleine schaffe ich das nicht. Kann mich leider nicht zweiteilen. Ist richtig. Ich komme schon irgendwie geflogen. Oh, hier sind zwei Kürbisse, habe ich gesehen. So, ich bin hier irgendwo. Dort. Schon mal gut. Also ich bin ein leichtes Opfer gerade, Freunde. Ja, ich bin schon da. Olli, guck mal nach oben! Aua. So, ich bin schon zu Hause. Liege schon fast im Bett. Hallo Saal, mach Platz. Na? Ne? Aber nicht pupsen, ne? Hallo, ich, mir fällt gerade ein, diese Tür, die wir unten haben, ist vielleicht nicht ganz so klug, ne? Also hier ist so voll der OP-Mob vor der Tür, so ein Scheiß. Machen wir gerade noch, Ernsthaft, sollte ich jetzt möglichst nicht reinkommen? Nee, genau vor der Tür ist ein OP-Skelett. Sind sogar zwei Skelette, ein OP-Skelett und ein normales Skelett. Was kann der? Hier ist zu... Warum brennt der nicht? OPs brennen. Weil er was anhat. Warte mal, wo war denn hier unsere Tür? Da ist die Tür. Dann mache ich unsere Tür mal gerade hier in den... Ich komme mal durch die andere Seite rein. Weil der eine, das OP-Ding hat nämlich... Da kommen wir gar nicht so hoch. Warte. Sorry, Olli. Warte mal. Leute, das mit der Tür ist vielleicht wirklich nicht ganz so gut, weil die können da durchschauen, ne? Skelettos? Generell, die Mobs. Ja, aber irgendwie... Bubbles kann euch davon ein Leech... abbauen. Wir können ja nicht jedes Mal irgendwie da... Aber es geht ja mehr darum, dass wir da easy going durchlaufen können. Ich baue jetzt hier gerade mal auch. Warum bin ich in der Nähe von diesem komischen Totem-Ding? Schon wieder alles neblig. So, ich mache gerade hier die Dinger weg. Da ist der sowieso oben zu. Hier sind die Dinger auch noch da. Das würde ich jetzt einmal zubauen. Oder werde ich da vielleicht einfach nur hypnotisiert oder so von? Kann natürlich auch sein. Das ist übrigens mein Dingseisenschwert. Ding. Mein OP-Eisenschwert. So. Wieder mit der OP-Rüstung, ne? Ja. Alles erhackt. So, ich tu mal die Spitzhacke, die verzaubert ist, mit Effizienz 2 wieder ran. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich denk, wer macht da die Kiste auf, weil du so schräg hinter mir standst? Ich hab dich gar nicht gesehen. Panik! So, ich mach uns mal bestimmt so. Nicht so schön erschreckt wie ich letzte Folge. Ich mach uns hier Platz, ne? Ja, da habe so. Ich mich auch erschreckt, ey. Ich bin richtig zusammengezuckt, ey. Also die hinteren beiden, die laufen jetzt nur nach oben. Theoretisch, wenn man da die Blöcke wegmachen würde. Und die vorderen beiden, die laufen, hier über die Dinger laufen, kann man hier hochkommen. Okay. Wir müssen halt dran denken, dass wir hier das auch wieder jedes Mal schließen. Sollte jetzt irgendwie unten ein Villager auf die Idee kommen, die Tür aufzumachen und einen Ultramob reinzuholen oder so. Okay. Man weiß ja nie.
Und wo wir jetzt einen Eimer haben, kann ich auch mal hier jetzt ein Wasser holen gehen. Ja. So. Frage mich ernsthaft, was das da auf sind sich... Sind die Mobs jetzt draußen weg oder sind die immer da? Weiß ich nicht, ich bin schon wieder am Buddeln hier. Ja, die ist schon wieder am Buddeln. Na, oh, du bist am Buddeln, jo. Bin der Buddeler. Ach, ich... Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache mir jetzt erstmal eine Eisenrüstung. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Eisenrüstung, da fühle ich mich direkt viel wohler. Wobei, wenn du das aus diesem Magneto-Dingsbums da machst, die ist, glaube ich, stärker als eine Dia-Rüstung. Ja gut, dann mache ich mir eine Magneto-Dingsbums. Ne, die ist stärker als eine Eisenrüstung. Meine ich ja, gleichwertig wie eine Dia-Rüstung. So, ich muss das jetzt einspringen. Kann man das auch in der Schmelze machen? Immer eins höher, ja? Weiß ich nicht. Das wird was mal, ob ich das in der Schmelze einschmelzen kann. Aber dann vermehrst du es ja auf dem Wege mit. Dann kannst du uns auf dem Wege alle eine Dings machen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Rüstung. Dann sind wir dann erstmal... Ah! Gott. Scheiße. Was passiert mit dir? Da ist ein fucking Explosionspfeil Skelett schieß Dingsbums. Okay. Vor der Haustür, immer noch? Sind die noch ja, immer noch links Scheune? Daneben bei unserem Appletini. Kommen jetzt gerade von der Seite rein. Ich hoffe, ich überlebe es noch. Bei unserem Appletini, ich finde das so geil. So, also ich bin wieder drin, aber okay. Da draußen ist immer noch das Scheißvieh. Mistvieh. Mag das nicht mal irgendwie mal töten? Ich verzichte freiwillig. Hey Olli, mach mal. Olli, hau mal drauf. Ich bin nicht da, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin gerade very busy. Ja, ja, natürlich ist er jetzt busy. Ja, natürlich. Bin ich nicht schön am Aufräumen hier? Hervorragend. Sag es. Guck mal kurz, ob ich die Benches hier irgendwie im... finde ich natürlich nicht. Ich dachte, ich könnte die vielleicht hier in dem... Ja, den Weg mache ich nächstes Mal. Okay, alles klar. Dann habe ich hier zumindest schon mal... So, da kommt... Ist hier das Schlafzimmer, ja? Ja, wir müssen auch irgendwo müssen wir Dings machen, ne? Ne, mach das Schlafzimmer mal auf die andere Seite lieber. Sicher? Weil hier kommen wir ja hoch. Achso, dann. Dann haben wir ja Dreck in unserem Schlafzimmer. Boah, ich mach erstmal sicher. Die Schönheitssachen können wir später noch machen. Also wirklich, dann haben wir Dreck im Schlafzimmer, wenn ich sowas höre. Dann schlafen hier halt zwei und später auch hier zwei, okay? Ja, finde ich gut. Ja, finde ich gut. Kann okay. Ich mich mit anfreunden. Kannst du dich mit anfreunden, okay, gut. Finde ich okay. Ist das für dich ertragbar? Das hör das Skelett immer noch da draußen. Hör dir mir ein, dass das so ich hab dir hier so ein Ding geklaut. Ja, häng mal an die Wand da oben. Ist okay. Mach du das mal. Na, alles gut. Das Fleisch könnten wir auch mal durchbraten und uns eine Essenskiste direkt. Ach, hier ist Goldohr, sehe ich gerade. Warum habe ich das denn ewig gesehen? Ey, meine Zuschauer denken sich jetzt gerade wahrscheinlich so Face. Ja, wir hatten doch voll viel Zombiefleisch noch. Kann mein Herzen. Die steht direkt vor unserer Tür. Kann mein Herzen und Gehirne auch trocknen? Weiß ich nicht. Ich häng's einfach mal auf. Weil ich finde das Mistvieh. Zombie vielleicht gerade eh nicht. Ach man, ey, dann gehe ich halt hinten raus. So, dann muss ich mir aber wieder die Eimer mitnehmen. Ja, warte mal. Achso, ist gerade noch mitten am Tag, okay. Ich wollte gerade sagen, dann bleibt auch noch zu Hause. Aber es wird so schnell noch nicht dunkel. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt nicht die ganze Folge hier da kommen die anderen Betten hin, in der da Hütte rumhocken. Da ist eine Werkbank. Nee, das wäre jetzt nur der Verdacht gewesen. Wenn's jetzt ja, als ob das jetzt an der Seite steht, das Mistskelett. Mein Gott! Dummes Mistvieh. So, es hat mich, glaube ich, nicht mehr verfolgt. Also, das hat Feuerpfeile. Olle Vieh. So, wo haben wir denn ja, ein bisschen... der sah nicht freundlich aus, der Geselle. Deswegen bin ich dann hinten raus. Mal den hier ein bisschen. Oh, was ist das? Ach, das sind diese Dinger.
Warte mal. Aha, perfekt. Genau danach habe ich gesucht. Das Glück ist mit den Dummen. Das Glück ist mit den Dummen. Hervorragend. Genau danach habe ich doch gesucht. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. So, passen Sie auf. Passen Sie auf. Muss ich doch mal gucken. So, jetzt klaue ich mir erstmal hier die ganzen Dinger aus der Pattern-Chest. Das war doch das Zombie-Fleisch. Dann kann ich das direkt mal mit aufhängen hier wieder. So, die Pattern-Chest, die kommt dann da... Na, warte, ich mach das jetzt mal ganz mal rein hier. So, wie also ging das denn noch gleich? Lass uns doch mal überlegen. Und Erde. Musste, glaube ich, hier... Cobblestone. Also muss ich jetzt ernsthaft hier runter? Dein Ernst? Mann. Hier sind ja auch alles voll mit Pattern, sehe ich gerade. So, dann kommt jetzt Holz. Mal das da rein. Und dann kann ich gleich mal gucken, ob ich hier rüber hüpfen kann oder nicht. Holz, oh ja. Holz. Oh, keine Ahnung, hier sind dann noch Sachen. Dumpen Run. Hier ist sogar ein Pisten. Okay, pass auf, machen wir es anders. Oben drauf lang. Also so viel Holzmangel, wie ich eben in der Folge hatte, so viel haben wir jetzt zu viel. Ja, ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Fahrtbilder. Das ist das Ding, was daneben ist. Aha, Moment. Das macht ja dann doch Sinn. Da alles doppelt irgendwie drin ist. So, und daraus kann ich dann diese Parts bauen. Das Ding hier. So eine Crafting Station. Wie weit kann man springen in Minecraft? 4 Blöcke weit, ne? Wenn man gut drauf ist, oder? Wenn man gut drauf ist. Maximal, ja, ich glaube schon. Sehr gut, wenn man es kann, ne? Wenn man Skill hat. Ich hab's nicht, aber es gibt halt Leute, die können es. Wird gerade Nacht, ne? Glaube ich. Ob ich hier nichts Geiles finde. Ja, ich bin wieder am äußersten Punkt. Alle Scheißdinger hier. Also wir könnten tatsächlich, also ich kann gleich pennen gehen, wenn einer von euch zurückkommt. Da ja, ist wahrscheinlich schneller als ich da. Wahrscheinlich. Habe ich ja wohl keine andere Wahl. Es wird dunkel. Das ist nur doof, dass das scheiß Skelett da durch die Gegend escalated. Lauf mal schnell hier rein. Bin ich. So. Good morning. Good morning. Als ob ich draußen stehe. Als ob ich draußen stehe, lass mich rein. Lol, echt? Hilfe. Bau doch das Bett ab. Alter. Als ob ich draußen stehe. Ja, dann können wir das mit den Betten hier nicht machen. Dann baue ich die nachher in der Mitte auf, ja? Komm ich denn jetzt, Ey, fehlt jetzt ein Koppel? Du hast ein Bett aufgesammelt, auf jeden Fall. Für die Leute, die es eben nicht verstanden haben, was ich so innerlich geschrien habe, diese scheiß Bäume. Alter, ohne Witz. Die Christine, die hat das ja schon hier ganz nice aufgebaut. Ne? Sie sortiert alles. Ja. Hat einer die Uhr im Blick? Ich weiß es nicht, wann wir angefangen haben. Also du hast die Uhr im Blick, Ali. Nee, ich weiß es nicht genau, wann wir angefangen haben. Wir haben jetzt bei mir auf der Uhr 20 Minuten voll, aber wir sind nicht 20 Minuten am Gange. Weil wir haben vorher noch ein bisschen rumgeschneckt und so. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Ja, vielleicht sollten wir einfach auf also den auch, dann Weg machen wir einfach, genau, dann komme ich jetzt gleich rein. Einmal verabschieden. Toll. Voll der Riesenbaum. Nein. Okay, also ich habe ein bisschen was an der... Na oh, doch, wir sind schon gleich 20 Minuten am Gange, das stimmt schon. Als ob. Das kommt schon hin, muss ich leider sagen. Oh, ich bin gut. Ja gut, dann machen wir die nächste einfach was kürzer, ist ja überhaupt kein Problem. Oh, ist ja nicht schlimm. Eben. Oh, Story. Gut, ich würde sagen, ich logge mich schon mal aus. Ja. Dito, ich pack mal alles hier in die Kiste wieder rein, damit ich nichts habe, wenn ihr aufnehmt, was ihr brauchen könntet. Ich bin nämlich hier gerade fleißig am Sortieren, wie ihr schon seht. Ich logge mich schon mal aus. Dito, ich bin auch ausgelockt. Ich komme jetzt auch Olli, zu Hause rein. Ich bin das Letzte. Ich habe ein Zebra hier.
sie. Zack, einmal zu. Oh, cool. Hier ist richtig was lose. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut. Weiter, fahr weiter. Okay, logge ich mich auch aus. Gut, Abmod. Dann würde ich sagen, dann war es das mit der Folge Mindfaction 2. Nächste Folge wird ein bisschen kürzer bei uns, weil wir ein bisschen überzogen haben. Aber macht ja nichts, ist nichts Schlimmes. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung bei uns da. Würden wir uns immer freuen. Schaut auch bei den anderen vorbei. Genau. Unten alle in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.